Spiel für jeden Mann, der beim ersten Speedway Grand Prix des Jahres alles im Griff hat. Heimrennen für Toni Rickardsson beim zweiten Durchgang der Weltmeisterschaft in Eskilstuna, beim großen Preis von Schweden. Beim Saisonauftakt in Breslau gewann Toni Rickardsson, der fünfmalige Weltmeister. Alle seine Vorläufe zog mit Maximum in die Halbfinals ein, mit dem Maximum von 15 Punkten. Und auch im Halbfinale war gegen den 36-Jährigen kein Kraut gewachsen. Und mit Ansage schließlich auch ein souveräner Sieg im Endlauf. 25 WM-Punkte, die ersten des Jahres an Toni Rickardsson. Ich bin überrascht davon, wie einfach es für mich gelaufen ist beim ersten Rennen. Es war eines der besten Meetings, das ich je gefahren habe. Ich habe kein einziges Rennen verloren an diesem Abend. Mit Maximum den ersten Grand Prix zu gewinnen, ist klasse. Und damit trägt Toni Rickardsson die gelbe Rennweste, die die Organisatoren abgekupfert haben von der Tour de France, als Identifikation für den WM-führenden Lee Adams, der amtierende Titelträger Jason Crump und der Sensationsmann Antonio Lindbeck, der brasilienstämmige Schwede, auf den Positionen dahinter. Jason Crump, der Weltmeister, also in der Verfolgerrolle zurzeit. Keine schlechter Abend für mich in Breslau, aber Toni war absolut nicht zu knacken. Der hat uns alle wie Fußgänger aussehen lassen an jenem Abend. Aber jetzt haben wir einen neuen Grand Prix. Mal schauen, ob ich den Spieß umdrehen kann. Das Ziel für mich lautete, ins Finale zu kommen. Das habe ich in Breslau geschafft. Ich habe aus den 9 Vorlaufpunkten dadurch insgesamt 20 WM-Zähler gemacht. Das war gar nicht mal so schlecht. Ich hatte Schwierigkeiten in den Vorläufen, aber letztlich bin ich gut zurechtgekommen. Antonio Lindbeck, der schwarze Mann aus Rio de Janeiro, adoptiert worden von schwedischen Eltern. Er wohnt gerade mal eine Stunde weg von der Rennstrecke, auf der jetzt der zweite Grand Prix stattfindet. Mein erster Grand Prix war klasse, es war sensationell, da gleich ins Finale zu kommen. Ich habe sehr gute Starts hingelegt und ich bin auch gut auf der Maschine zurechtgekommen. Deswegen kann es so weitergehen. Eine Stunde entfernt, also lebt er vom Smedstadion in Gröndal vor den Toren der Industriestadt Eskilstuna. Eine Industriestadt deswegen, weil Volvo hier eine Fertigungsstätte hat und auch die große Schlossfirma Assa hier zu Hause ist. Benannt Eskilstuna nach einem britischen Missionar, der hier im 11. Jahrhundert gesteinigt und begraben worden ist. Seitdem heißt die Stadt Eskilstuna. Übersetzt ist das die Heimat des Eskil. Strecke ist die Heimbahn der Smederna Hufschmiede, zweimal Meister in der schwedischen Meisterschaft. Nicky Pedersen und Scott Nichols fahren heutzutage für die Hufschmiede. Und es war auch die Bahn, auf der Tommy Jansson, der 76 tödlich verunglückte, unvergessene Schwede, Heimrecht genoss. Also schön, auf einer Heimbahn zu fahren, auf der man jeden Dienstag ein Ligarennen fährt. Aber hier im Training haben wir schon gesehen, dass die Bahnverhältnisse völlig anders sind, als die wir gewohnt sind von den Ligarennen. Wir müssen uns ganz neu einstellen und eine ganz neue Ideallinie finden. Ob da noch ein Heimvorteil ist, muss man mal sehen. Vielleicht haben wir noch einen Heimvorteil, aber wie gesagt, die Bahn ist ziemlich anders als das, was wir gewöhnt sind. Für mich ist im Training alles gut gelaufen. Ich habe mich einschießen können auf die Ideallinie auf dieser Bahn und ich hoffe, dass es mir ein gutes Meeting gelingt. Es wird Zeit für Scott Nichols nach gerade mal 6 Punkten in Breslau. Zum Glück haben wir ein neues System in diesem Jahr, bei dem jeder gegen jeden fährt und jeder auch von dem Startplatz losziehen kann. Trotzdem kann man sich nicht zurücklehnen, denn man muss ja erst einmal den Einzug ins Halbfinale schaffen. Ich finde aber, das neue System ist besser, sowohl für die Fahrer als auch für die Sponsoren, als die alte Regelung. So kann es weitergehen. Fairness steht ganz oben an bei den neuen Regeln. Das findet auch John Postlewaite, der Cheforganisator. Wenn die Fahrer zufrieden sind, ist das ja schon mal sehr viel wert. Aber ernsthaft, es geht vor allen Dingen darum, die Rennen möglichst aufregend zu gestalten. In der derzeitigen Form ist sichergestellt, dass alle Fahrer 5-mal an den Start gehen. Das heißt, sie können sich auch mal einen schlechten Lauf erlauben und im nächsten dann noch zurückschlagen, ohne gleich auszuscheiden, wie es bisher der Fall gewesen ist. Das ermöglicht auch Situationen wie jene von Antonio Lindbeck in Breslau. 15.000 Zuschauer finden den Weg in dieses malerisch in einem Wald gelegene Stadion. Ein ganzer Motorsportkomplex mit einer Motocross-Strecke, einer Trial-Anlage, im Start-Zielbereich eine Enduro-Strecke, die durch den Wald hindurchführt und einer Mini-Speedway-Bahn angegliedert an dieses wirklich malerische Smedstadion. Vorbildliche Anlage, die hier von Göran Karlsson und seinen Mannen vor 4 Jahren aus dem Boden gestampft ist. Das erste, was Sie gleich sehen werden, liebe Zuschauer, der Start ungewöhnlich weit hinten auf der Startzielgerade, etwa 2/3 in Richtung des Weges der letzten Kurve.
Das ist deswegen gemacht, um einen möglichst langen Sprint zur ersten Ecke zu ermöglichen. Und deswegen die Chance bei Hebb Start zu wahren. Der Stand nach den ersten 8 Rennen. Wir springen direkt rein. Jason Crump und Lee Adams an der Spitze. Tony Rickardson nur Siebter, nachdem er Letzter geworden ist im ersten Lauf. Seine erste Niederlage in der Speedway WM 2005. Auch ein Tony Rickardson, also nicht unschlagbar. In Lauf 9 muss er sich rehabilitieren mit dem roten Helm auf dem inneren Startplatz. Blau neben ihm Scott Nichols, dann in Weiß Rüdeholter, der norwegische Gaststarter. Und in Gelb Hans Andersen. Im letzten Jahr noch Grand Prix-Gewinner, der Mann aus Dänemark, Jason Crump, der Spitzenreiter, schaut zu, wie das Feld Aufstellung nimmt. Für Lauf 9 Rickardson, Nichols, Holter und Andersen von innen nach außen die Startreihenfolge. Andersen gelingt ein sehr guter Start von außen. Da macht es sich bewährt, der lange Weg zur ersten Kurve und die Möglichkeit in dieser breiten ersten Kurve, 14 Meter breit insgesamt auf der 346 Meter langen Bahn. Viele Ideallinien möglich, das nutzt auch Tony Rickardson aus, der vorbeigegangen ist an Hans Andersen. Rickardson in Führung, dann Hans Andersen auf der Position dahinter. Scott Nichols müht sich um Anschluss, kommt aber nicht zurecht mit. Und fällt sogar Rüdeholter anheim, dem Gaststarter aus Norwegen. Holter und Nichols raufen, was das Zeug hält, um die zur dritte Position, während sich Tony Rickardson an der Spitze davon stiehlt. Hans Andersen keine Chance lässt, eine unwiderstehliche Fahrt zum Sieg für Tony Rickardson. Drei Punkte, die er dringend benötigt hat. Rickardson, der Sieger von Lauf 9, bügelt damit die Schmach aus. Hans Andersen, es läuft besser mit zwei Punkten als in Breslau. Nichols und Rüdeholter auf den Positionen dahinter. Rickardson damit mit 6 Punkten auf dem Weg in Richtung Halbfinale. Beim letzten Rennen hat sich herausgestellt, dass die Wasserscheide für die Halbfinalteilnahme bei 8 Zählern liegt. Alles, was weniger als 8 Punkte hat, braucht gar nicht mehr davon träumen, in die Semis einzuziehen. Das nächste Rennen in Rot, Ryan Sullivan, bislang 1 Punkt auf seinem Konto. In Blau der Ex-Weltmeister Nicky Pedersen, 5 Zähler auf dem seinen. Dann Kenneth Bjerre, der Reservist für Jaroslav Hampel, 5 Punkte bislang in Weiß. Und Lee Adams ebenfalls 5 Punkte in Gelb. Kenneth Bjerre, eine der großen Überraschungen in der Frühphase dieses Grand Prix. Ersetzt Jaroslav Hampel auf dem weißen Startplatz. Hampel verletzt. Sullivan, einen sehr guten Start. Er fühlt sich nicht wohl, dieser junge Mann aus Fitzroy in der Nähe von Melbourne. Kämpft mit seiner Gesundheit und hat deswegen auch der Attacke von Lee Adams, seinem Landsmann aus Midtjylland, nichts entgegenzusetzen. Lee Adams in Führung, vorbei an Ryan Sullivan. Der verliert noch eine Position an Nicky Pedersen. Ganz am Ende Kenneth Bjerre, der bis jetzt fünf Punkte auf seinem Konto hat. Hier aber gegen Lee Adams und gegen Nicky Pedersen nichts entgegenzusetzen weiß zurzeit. Adams in Führung, jetzt kommt aber bereits Kenneth Bjerre, attackiert zumindest Ryan Sullivan, der kann noch einmal dagegen halten. Ganz vorne setzt sich Lee Adams ab von Nicky Pedersen. Sicherer Sieg, 3 weitere Punkte für Lee Adams. Pedersen auf 2. Der Weltmeister aus dem Jahre 2003 und der 8-fache australische Meister machen dieses Rennen unter sich aus. Adams vor Pedersen, dann Ryan Sullivan, der Kränkliche, und Kenneth Bjerre, der Ersatzfahrer. Ein Blick in die Box von Lee Adams. Und die Wiederholung seiner souveränen Vorstellung. Jaroslav Hampel fehlt deswegen hier, weil er sich eine schwere Bänderdehnung in einem Daumen zugezogen hat. Bei einem Ligarennen zwischen Capana und den Luxus Stars in Capana. Bei einer Heimniederlage seiner Mannschaft, die für dahin sieglos ist in der schwedischen Meisterschaft. Kenneth Bjerre kommt als Ersatz für Jaroslav Hampel. Kontroverse beim Start zu Lauf 11. Gleich zwei Fahrer krachen hinein ins Startband.
sowohl Antonio Lindberg als auch Andreas Jonsson. Und der Referee entscheidet erstaunlicherweise, dass Jonsson im Blau der Erste gewesen sei, der ins Band hineinknallt. In Wahrheit war es allerdings Antonio Lindberg, der den Frühstart fabriziert hat. Die Disqualifikation von Andreas Jonsson zu Unrecht, der beklagt sich beim Referee. Der ist vor mir ins Band hineingefahren, Antonio Lindbeck, ganz klar. Der Schiedsrichter hat gesagt, er wolle sich das Fernsehbild anschauen, hat seine Meinung aber komischerweise nicht geändert. Keine Ahnung, wie das jetzt passieren kann. So einen Start kann ich jedenfalls überhaupt nicht gebrauchen. Das ist die Chance für Peter Norlin, den Platz einzunehmen vom zu Unrecht disqualifizierten Andreas Jonsson. Die Startaufstellung für Lauf 11, also Antonio Lindbeck in Rot. In Blau Peter Norlin als Reserve für den disqualifizierten Jonsson. In Weiß Lee Richardson, den krisengeschüttelten Engländer. Und in Gelb der frisch gebackene Fahrer Greg Hancock aus den Vereinigten Staaten. Frisch gebackene Vater, genau gesagt. Fahrer ist er schon länger. Und der frisch gebackene Vater mit einem prima Start von der Außenbahn schneidet er direkt vor Antonio Lindbeck. Geht in Führung. Einige Maläschen gehabt mit seinem Maschinenmaterial, einen Motorschaden im Training am Freitag. Abstimmungsschwierigkeiten zu Beginn dieses schwedischen Grand Prix, weil die Bahn, wie eingangs von den lokalen Matadoren erwähnt, so völlig anders ist als das, was man aus der schwedischen Liga kennt. Die ist nämlich extrem gewalzt worden im Vorfeld des Grand Prix nach dem Training. Längst nicht so tief wie sonst. Peter Norlin fällt aus, der Reservefahrer. Das hat sehr viele Fahrer auf dem falschen Fuß erwischt, die extrem glatten und harten Bahnverhältnisse. Auch Greg Hancock, die Abstimmung von vielen Fahrern musste zunächst einmal neu erarbeitet werden. Die Erkenntnisse aus dem Training für viele unbrauchbar. Jetzt aber ist Greg Hancock da, liegt souverän in Führung vor Antonio Lindbeck. Und auf Platz 3 läuft Lee Richardson ein, dessen Tour der Leiden in diesem Jahr weitergeht. Freude bei den Ami-Fans. 3 Punkte für Greg Hancock. 2 für Antonio Lindberg. Und einen für Lee Richardson. Ich hatte einige Schwierigkeiten zu Beginn des Meetings mit der Abstimmung. Jetzt haben wir das Motorrad auf den Kopf gestellt und haben es an die äußere Bedingung adaptiert. Das war sehr wichtig, dass uns das gelingt. Jetzt ist genau die entscheidende Phase des Grand Prix, in dem es darum geht, ins Halbfinale zu kommen. Es sieht ganz gut aus. Gut aus schaut es auch für Bjarne Pedersen, der im ersten Lauf in Breslau noch Schwierigkeiten hatte. Hier liegt er mit 5 Punkten momentan auf Halbfinalreichweite. Startet hier vom roten Startplatz. Neben ihm in Blau Jason Crump, ebenfalls 5 Zähler. In Weiß Thomas Schranowski, 3 Punkte. Und in Gelb Thomas Golob, ungewöhnlicherweise nur ein einziger Punkt für den Superstar des polnischen Speedway, der in diesem Jahr in eine Krise zu rutschen scheint. Hier stellt sich Thomas Golob gleich einmal hinten an, während von innen Bjarne Pedersen in Führung geht, aber eine Attacke überdauern muss von Jason Crump, dem Mann in Blau, und der schiebt sich innen vorbei an Bjarne Pedersen. Und Pedersen scheint gleich einmal wieder kontern zu können. Präsentiert sich hervorragend aussortiert, der Mann aus Dänemark, der nicht verwandt und nicht verschwägert ist mit Nicky Pedersen, dem Ex-Weltmeister. Jetzt aber ist Jason Crump vorne, hat sich durchsetzen können gegen Pedersen, macht dann aber einen Fehler, gerät hier auf eine unebene Stelle und kommt ins Torkeln mit seiner Maschine. Pedersen aber liegt schon zu weit zurück, um daraus Kapital schlagen zu können. Sichere Sache für Jason Crump, den Punktbesten vom Tabellenführer der britischen Profiliga, den Punktbesten der Bellevue Aces aus Manchester, der sich hier über 3 weitere Laufpunkte freut, sein Konto auf 8 erhöht und damit so gut wie sicher durch ist ins Halbfinale hinein. Natürlich keine Überraschung, dass der Australier das schafft. Und Bjarne Pedersen auf der 2. Position. Thomas Golob rettet 1 Punkt vor Thomas Schranowski. Bjarne Pedersen, der Mann mit dem roten Helm, unterwegs mit Motoren von Anton Nischler, dem süddeutschen Tuner. Ja,
hat wieder zurückgewechselt auf die Nischler Aggregate, nachdem er beim ersten Grand Prix in Breslau noch mit Fremdfabrikaten von Brian Karger unterwegs gewesen ist. Jetzt fährt er mit Nischler GM-Motoren, nachdem er die im Training ausprobiert hat. Doch schon in der schwedischen Liga damit bestens zufrieden gewesen ist. Es scheint sich auszuzahlen für Bjarne Pedersen. Er liegt auf Halbfinalkurs mit 7 Punkten. Lee Adams und Jason Crump nach 3 gefahrenen Läufen mit 18 an der Spitze. Dann die beiden Pedersens, Tony Ricciardo und Kenneth Bjerre, der Ersatzfahrer Drake Hancock, auf den derzeitigen Qualifikationsplätzen für die Halbfinals. Während Scott Nichols noch einiges an Arbeit vor sich hat. Das erste Rennen war ehrlich gesagt ziemlich ein Mist. Es wäre schön, wenn ich mehr Punkte hätte. Aber es hat ja noch einige Läufe vor mir und kann das Bild vielleicht noch wieder zum Glück korrigieren. Lee Adams, der Spitzenreiter, auf dem Weg zu einem Grand Prix-Sieg. Der große Preis von Schweden, der zweite Lauf zur Speedway-Weltmeisterschaft. In Lauf Nummer 13 rollt in Rot der krisengeschüttelte Tomasz Golob ans Band. Von dem alle rätseln, was nur mit ihm los ist, wo seine Form geblieben ist. Er trifft auf Ryan Sullivan in Blau, auf Greg Hancock in Weiß und auf Rune Holter, den fliegenden Flo aus Norwegen, in Gelb. Andreas Jonsson schaut reichlich zerknittert rein. Motoren nicht optimal, Fahrer auch nicht, eine kleine Verletzung zehrt ihn noch. Jetzt aber der Start zu Lauf 14. Diesmal führt Tomasz Golob in Rot, vielleicht der Wendepunkt in einem Jahr. Geprägt ist von auf und ab. Klemmt da außen Rune Holter ein bisschen ab. Viele Geschichten gibt es rund um Tomasz Golob. Angefangen von dauernden Motorenwechseln, von Java auf GM hin und zurück. Bei einem Sieg mit seinem polnischen Club Tarno, mit dem er im letzten Jahr den polnischen Ligatitel geholt hat, in Danzig. War er auf Maschinen von seinem Bruder Jacek zum ersten Mal in diesem Jahr siegfähig. Seitdem hat er sich orientiert an der Technik, die sein Bruder Jacek fährt. Hier unterwegs mit einem Java-Motor. Das wechselt aber von Einsatz zu Einsatz, hat auch GM-Triebwerke im Gepäck. Gut zu erkennen, welche Motor verwendet ist daran, dass die GM-Motoren, die italienischen Triebwerke von Giuseppe Marzotto, mit grünen oder blauen Punkten auf dem Motorblock ausgeliefert werden, während die Java komplett grau gehalten sind. Hier ein grauer Motor, wenn Sie auf den Motorblock schauen. Das heißt, Tomasz Golob mit der Java holt er sich hier 3 Punkte. Ein erster Platz, der ihm gut tut. 2 Zähler für Rune Holter, den Norweger mit polnischem Pass und polnischer Lizenz. Nur einen Punkt für Ryan Sullivan und 0 gar für Greg Hancock, der hier Schwierigkeiten mit seiner Maschine gehabt hat. Um Golob ranken sich aber auch andere Geschichten. Er soll vor Gericht stehen in Polen. Es geht um Unterschlagung, es geht um Bestechung. Rund um Bydgoszcz, seinen vorherigen Club, und rund um Tarno, die Sponsorgelder, die er mitgebracht haben soll in Richtung Tarno und die nicht alle so geflossen sein sollen, wie das angeblich der Fall war. Das mit aller Vorsicht formuliert, aber die polnischen Medien sind voll von diesen Spekulationen, dass Tomasz Golob da möglicherweise eine harsche Strafe droht. Das zehrt natürlich an den Nerven. Das wiederum macht in einem Sport, in dem so viel auf den Kopf, auf die mentale Einstellung, auf die Konzentration ankommt, wie beim Speedway, sich natürlich negativ bemerkbar. Keine solche Schwierigkeiten für Lee Adams in Rot, den Punktbesten in den Averages, in den Punktedurchschnitten der britischen Profiliga. Er trifft auf Bjarne Pedersen, den Schützling von Anthony Schlein, Blauer von Tony Lindbergh in Weiß und auf Hans Andersen in Gelb. Und Lee Adams geht sofort in Führung. In Gelb stiehlt sich und versucht sich zumindest dadurch zu stehlen. Hans Andersen hat aber keine Chance gegen den nach vorn stürmenden Bjarne Pedersen, der auch Lee Adams stehen lässt. Bjarne Pedersen sehr gut sortiert. Adams versucht ganz außen etwas Grip zu finden. Auf dieser Bahn, die aus einer Mischung aus Lehm, Sand und Granit besteht, mit einem recht hohen Lehmanteil, der die Bahn konstant halten soll. Adams auf Rang 2, Bjarne Pedersen sicher in Führung. Was für eine Steigerung vom Mann aus Dänemark, der beim ersten Rennen in Breslau keine Rolle spielte und hier auf einmal dank der jetzt verwendeten Motoren von Anton Nischler vorne mit dabei ist. Vertraut auf so eine Art Twitter-Motoren, noch nicht die neuen GMs mit den ovalen Einlasskanälen, sondern noch die alten mit den alten Zylinderköpfen, aber deutlich weiterentwickelt im Bereich der Kurbel- und Nockenwellen. Das ist das Erfolgsrezept von Bjarne Pedersen, der sich hier mit Nischler-Aggregaten 3 Punkte gut schreiben lässt.
damit den Sprung in die Halbfinals sicher hat. Lee Adams auf der zweiten Position mit 2 Punkten und Hans Andersen als Dritter noch 1 Punkt. Antonio Lindberg als Vierter geht leer. Bjarne Pedersen sicher die Überraschung dieses Grand Prix bis dato. Ich habe eine sehr gute Abstimmung hingekriegt. Mein Motorrad ist echt klasse. Die Strecke ist sehr rutschig, aber trotzdem kommt sie mir und meinem Motorrad optimal entgegen. Heute Abend sehen Sie ganz große Speedway. Antonio Lindberg hat derzeit 5 Punkte. Das langt nicht. Den aus Rio stammenden und nach Schweden adoptierten Schützling von Brian Kager, dem Motorentuner, hier ins Halbfinale einzuziehen. Lauf Nummer 15 in Rot, Scott Nichols mit 3 Punkten, weit unter Wert geschlagen. In Blau, Lee Richardson, der sein Landsmann, mit 2 Punkten noch schlechter. In Weiß, Thomas Schranowski, 3 Zähler für den jungen Mann aus Polen. Und in Gelb, Niki Pedersen, 7 Punkte auf dem besten Wege ins Halbfinale. Der Mann, der mit Holstedt gerade im Vorfeld dieses Grand Prix den ersten Lauf zur dänischen Speedway-Meisterschaft für seine Mannschaft hat entscheiden können und dort punktbester Fahrer gewesen ist. Pedersen geht auch sofort in Front von der Außenbahn gegen die versammelt formschwachen Scott Nichols und Lee Richardson, die das englische Speedway in ein Tal der Tränen führen, und gegen Thomas Schranowski, der an den beiden Briten vorbeigeht, und das obwohl er unter einer bösen Handgelenksprellung leidet, die er sich bei Unfällen in Częstochowa in der polnischen und Helstavik in der schwedischen Liga zugezogen hat. Dennoch kann er Scott Nichols hier auf Distanz halten. Speedway-Fahrer führen ja im Gegensatz zu beispielsweise Fußballern ein richtiges Nomadenleben. Sie fahren nicht nur in einer europäischen Liga, sondern verdingen sich in möglichst vielen europäischen Mannschaftswettbewerben und möglichst vielen offenen Rennen. Reisen deswegen von Woche zu Woche, von England nach Schweden, nach Dänemark, nach Deutschland, nach Polen, um möglichst viel Einnahmen zu kriegen. Sie verdienen ihr Geld über geringe Fixhonorare beim Starten und über Punkteprämien von den einzelnen Ligavereinen. Das bedingt automatisch eine riesige Rumreiserei. Die Speedway-Profis verbringen ja einen Großteil ihrer Zeit in ihren Vans, die voll ausgestattet sind, immer auf der Straße, immer unterwegs. Je mehr Rennen, desto mehr Einnahmen, desto mehr Stress aber auch, und des Öfteren leidet so die Vorbereitung auf die Grand Prix. Niki Pedersen 3 Punkte vor Scott Nichols, vor Thomas Schranowski und vor dem ausgefallenen Lee Richardson, dessen Krise hier langsam dramatische Ausmaße annimmt. Nichols schaut ebenfalls reichlich bedeppert. Der Mann, der bereits zugesagt hat für das Testimonial von Shane Parker, dem berühmten Australier, der auch auf deutschen Langbahnen mit Maschinenmaterial von Andreas Walek aus Herzebrock-Klarholz einmal Langbahnluft geschnuppert hat und der demnächst für seine 10-jährige Ligazugehörigkeit in England mit einer Sonderveranstaltung geehrt wird. Andreas Jonsson in Rot, 0 Punkte für den Mann aus Schweden, ein Debakel für den Mann, der in Coventry Teamkollege von Martin Smolinski, dem Olchinger, ist. Er trifft auf Tony Rickardsson in Blau, auf Jason Crump in Weiß und auf Kenneth Bjerre, den Reservisten, der hier so zu überzeugen vermag, in Gelb. Ihn hier, den Punkt zweitbesten Fahrer vom britischen Tabellenführer aus Manchester, der hier seine Chance bekommt und sie mit beiden Händen ergreift, hier auf der ersten Position, liegt außenrum, vorbeigeht am Andreas Jonsson, dem Mann in Rot, in Führung in diesem Lauf. Eine klasse Leistung von Kenneth Bjerre. Nur durch die Verletzung von Jarek Hampel hereingerutscht in diesen Grand Prix. Und jetzt geigt er hier ganz, ganz groß auf. Andreas Jonsson auf der zweiten Position. Er kam eigentlich mental topfit und auf einem Höheflug hier an. Sein britischer Liga-Club Coventry, mit dem hat er die letzten 4 Rennen in Folge gewonnen und sich damit auf dem 7. Platz in der britischen Profiliga, der besten der Welt, festgesetzt. Aber hier läuft überhaupt nichts zusammen für den Punktbesten von Coventry. Büßt bereits wieder eine Position ein, Antonio Rickardsson. Der attackiert auch Kenneth Bjerre und geht vorbei in einem sagenhaften Endspurt. Holt sich Tony Rickardsson noch 3 Punkte. Ein Wahnsinns-Endspurt, den Rickardsson hier vorgelegt hat. Kenneth Bjerre hat dem nichts entgegenzusetzen. 3 Zähler für Tony Rickardsson. Deren 2 nach langer Führung für Kenneth Bjerre. Einen für Andreas Jonsson, der immerhin die deprimierende 0 damit nicht mehr stehen hat. Und diesmal einen Nuller für Jason Crump, der seine Maschinen gerade gewechselt hat, jetzt mit neuem Material unterwegs ist
und dafür noch nicht ganz das optimale Feintuning für diese speziellen Anforderungen der Bahn auf die Reihe gebracht zu haben scheint. Aber schauen Sie sich die Leistung von Tony Rickardson an. Der Mann, der Ivan Major, dem großen Neuseeländer, auf der Spur ist, wenn er dieses Jahr Weltmeister wird, dann hat er ebenso wie Ivan Major 6 Speedway-Titel einzeln auf dem Deckel stehen. Aber Ivan Major hat ja noch 3-mal die Langbahn-Weltmeisterschaft gewonnen. Und da kann Tony Rickardson noch nicht mithalten. Damit verbessert sich Rickardson auf die 4. Stelle in der Gesamtwertung. Schnauft einmal durch, ist nämlich so gut wie durch ins Halbfinale. Der Stand der Dinge, Lee Adams und Nicky Pedersen sowie Bjarne Pedersen in Führung mit 10 Punkten. Dann Rickardson, 9, Jason Crump, Hans Andersen, Kenneth Bjerre und Thomas Gollop. Im Moment nicht qualifiziert wäre der neue Vater Greg Hancock, der das sicherlich noch korrigieren möchte. Und auch Antonio Lindberg, die Sensation des ersten Grand Prix, für den es am Montag weitergeht in Abensberg in Süddeutschland bei einem U21-Team-WM-Lauf, unter anderem gegen die deutsche Auswahl Smolinski, Martin Smolinski, Christian Hefenbrock, Matze Schulze, Thomas Stange und Tobias Kroner warten dann auf Antonio Lindberg. Der aber zunächst einmal hier jetzt sich bewähren muss gegen Rüdeholter in Rot, gegen Kenneth Bjerre in Weiß und gegen Thomas Schranowski in Gelb. Für Lindberg geht es um die Qualifikation für die Halbfinals nach seiner prima Leistung. Noch für ihn, für Greg Hancock. Steht noch einiges auf dem Spiel, während Nicky Pedersen so gut wie durch ist und Michael Max als Reservefahrer kurz eingeblendet wird zu sehen. Holter in Rot mit einem wilden Cowboy-Ritt. Muss deswegen Antonio Lindberg passieren lassen und auch Thomas Schranowski robbt sich heran an Rüdeholter, aber den kann der Norweger auf Distanz halten. Bjerre in diesem Lauf nur auf der letzten Position. Die Technik dieser Maschinen relativ simpel gehalten, 500 Kubikzentimeter Einzylinder mit 4 Ventilen, kein Getriebe und vor allen Dingen keine Bremse, darum dieser spektakuläre Drift in den Kurven, das ist die einzige Möglichkeit, das Anstellen der Maschinen, die Geschwindigkeit runterzubringen, spektakulär durch die Kurven zu driften. Natürlich Motorsport in Reinkultur, denn schließlich sollen die Jungs Gas geben und nicht bremsen, etwa 75 PS, etwa 56 Newtonmeter zwischen 8,8 und 10.400 Umdrehungen. Das sind die technischen Eckdaten dieser Speedway-Maschinen. Antonio Lindberg holt sich Lauf 17 vor Holter, vor Bjerre und vor Schranowski. Sagt es gerade schon, am Montag. Die entscheidende Phase bricht an beim zweiten Lauf zur Speedway-WM, dem großen Preis von Schweden. Läufe 18, 19 und 20 entscheiden jetzt darüber, wer endgültig in die Halbfinals kommt und dann an die Fleischtöpfe der 25 WM-Punkte im Finale darf. Andreas Jonsson hat schon keine Chance mehr. Ein einziges Pünktchen, eine schwache Vorstellung für den Schweden in Rot. Daneben Lee Adams in Blau, der sicher auf Finalkurs ist mit 10 Punkten. Dann Thomas Gollop in Weiß, 5 Zähler. Er braucht unbedingt einen Sieg, ebenso wie Scotty Nichols in Gelb unter den Augen von Jason Crump. Das Ganze. Und Nichols ist nur Dritter nach einem guten Start. Jetzt versucht er innen durch. Genau das ist das Geheimnis der Bahn. Hat er sehr schön erkannt und seine Ligaerfahrung genau ausgespielt. Ein Linienwechsel in der ersten Kurve ermöglicht hier auf diesem breiten Geläuf, sich auch nach einem mäßigen Start noch zu verbessern. Da hat Nichols das Beste aus einer prekären Situation gemacht. Liegt auf der zweiten Position hinter Lee Adams, dem Mann in Blau, der souverän in Führung liegt. Adams hat vor diesem Rennen der schwedischen Liga mächtig für Furore gesorgt. Er war Hauptdarsteller bei einem Unentschieden zwischen Rosbjörna und Mazorna. Bei diesem Duell drehte Adams das Rennen quasi im Alleingang von einem Rückstand von 18 Punkten wieder um und sicherte noch das Unentschieden für seine Mannschaft. Hier liegt er in Führung, der Punktbeste der britischen Liga zurzeit im Durchschnitt, wird attackiert von Scott Nichols. Bleibt aber wie üblich die Ruhe selbst. 3 Punkte für den 8-fachen australischen Meister Lee Adams, der Scott Nichols auf Distanz halten kann.
Damit ist klar, Adams ist im Halbfinale. Scott Nichols auf der zweiten Position in diesem Lauf. Thomas Gollop in der schwedischen Liga mit Västervik ungeschlagener Tabellenführer. Kommt im Grand Prix immer noch nicht in Tritt. Und Andreas Jonsson erlebt ein wahres Waterloo an diesem Wochenende. Nichols unzufrieden. Wird von Alan Hamm, seinem Manager, der früheren Promoter des Bradford Liga Clubs, aufgemöbelt hier. Lee Adams dagegen kann zufrieden sein. Der stille, zurückhaltende Mann aus Mildura liegt nach 5 gefahrenen Läufen in Führung mit 13 Punkten. Nichols dagegen mit 5 Zählern nach 7 Läufen. So gut wie ausgeschieden, ebenso wie Holter, Thomas Gollop. Greg Hancock hat dagegen noch Chancen, wenn er sein nächstes Rennen gewinnt. Während Adams sicher in Führung liegt. Im letzten Jahr habe ich ziemlich abgebaut gegen Ende der Saison. Während der letzten 3 Grand Prix war ich bei der vielen Reiserei extrem ermüdet und war einfach nicht mehr so gut. Jetzt aber bin ich top motiviert. Platz 2 in Breslau war schon gut und jetzt will ich möglichst in jedem Grand Prix ins A-Finale kommen und dann die Weltmeisterschaft holen. Dazu musst du konstant fahren und wie gesagt, jedes Mal die Punkte kommen, also jedes Mal ins Finale kommen. Leroy Schützen in Rot, 2 Punkte, ein Tag zum Vergessen. Ebenso für Ryan Sullivan in Blau, 3 Punkte. Bjarne Pedersen in Weiß erlebt das genaue Gegenteil mit 10 Punkten durch in Richtung Halbfinals. Und Tony Rickardsson liegt sogar einen Punkt hinter Bjarne Pedersen. Lee Richardson leidet unter den Problemen seines Motorentuners Flemming Graversen. Hat nur noch 2 Aggregate überhaupt zur Verfügung. Das ist natürlich viel zu wenig. Und sie sind auch noch falsch abgestimmt. Erwischt einen sehr guten Start. Richardson geht hier in Führung. Aber was passiert auf der Außenbahn um ihn herum? Bjarne Pedersen beinahe eine Berührung mit Tony Rickardsson. Sodass Lee Richardson hier zunächst einmal durchschnaufen kann an der Spitze. Sein Tuner Flemming Graversen hat sich übernommen, wollte mit Macht in die Szene hineindrängen, hat dabei zu viele Aufträge angenommen und scheinbar übersehen, dass auch die Motoren revidiert gehören, man nicht nur ausliefern muss, sondern sie auch irgendwann zurückkommen in die eigene Werkstatt und dort überholt werden müssen. Und das führt zu einem Burnout-Syndrom, das den Dänen Flemming Graversen lahmlegt und damit auch gleich seinen Schützling Lee Richardson, der chancenlos mit anschauen muss, untermotorisierterweise, wie die Konkurrenz hier über ihn herfällt, wie Bjarne Pedersen mit seinem maßgeschneiderten Aggregat von Anton Nischler in Führung geht. Und wie auch Tony Rickardsson in diesem Jahr erstmals betreut vom Ex-Junioren-Weltmeister Brian Andersen als Tuner vorbeizieht an Lee Richardson. Nur Ryan Sullivan, der Kränkliche, ist noch schlechter als Lee Richardson an diesem Tag. Bjarne Pedersen, die Sensation findet seine Fortsetzung. Er schlägt Tony Rickardsson, dann Lee Richardson, den von Tuner Trouble Betroffenen, und Ryan Sullivan, der gewechselt hat seinen Motorentuner hin zum Schweizer Marcel Gerhardt, dem früheren Langbahnweltmeister, der für Sullivan gute Aggregate auf die Prüfstände gestellt hat. Aber Sullivan kann das zurzeit im Grand Prix im Gegensatz zu den Ligen, in denen er sehr gut unterwegs ist, einfach nicht umsetzen. Das führt dazu, dass Ryan Sullivan ausgeschieden ist. Bjarne Pedersen übernimmt wieder die Führung, punktgleich mit Lee Adams, dann Rickardsson, Jason Crump, Hans Andersen, Antonio Lindbeck und Kenneth Bjerre. Scott Nichols draußen, Rüdiger Holter, Dito, Thomas Gollop ebenfalls nicht mehr dabei. Und was macht Greg Hancock? Der im nächsten Lauf ans Band rollen wird in der blauen Helmfarbe. Er trifft unter den Augen von Phil Crump, dem Vater von Jason Crump, selbst früher ein höchst erfolgreicher Speedway-Star. Er trifft also Greg Hancock mit dem blauen Helm auf Nicky Pedersen in Rot, auf Hans Andersen in Weiß und auf Jason Crump in Gelb. Das ist er, Hancock, der spät kommt. Die 2-Minuten-Frist tickt bereits durch, die der Referee ausrufen kann, wenn man nicht schnell genug am Band steht. Und wenn man es dann binnen dieser 2 Minuten nicht geschafft hat, ist man disqualifiziert. Aber Hancock ist rechtzeitig da und liegt nach dem Start auf der 2. Position hinter Nicky Pedersen von außen. Allerdings kommt Jason Crump mit dem gelben Helm, mit mächtig viel Überschuss. Setzt sich vorbei an Greg Hancock. Kommt aber an Nicky Pedersen zunächst nicht vorbei, aber jetzt mit einem klasse Manöver, mit einem Bahnwechsel, mit einem Linienwechsel in der Zieleingangskurve setzt sich Jason Crump in Führung vorbei an Nicky Pedersen. Ein Wahnsinnsmanöver des amtierenden Weltmeisters, der vorbeigegangen ist an seinem Vorgänger Hancock, nur auf der 3. Position. Nicky Pedersen lässt nicht locker, der Mann, der hier Heimrecht genießt als Starfahrer des Moderna Hufschmiede. Die Liga-Clubs in Schweden und in England haben ja ähnlich merkwürdige Namen wie bei uns, etwa die Eishockey-Vereine oder die American Football Clubs.
Ja, also die Hochschmiede von Smederna, weil es hier ein Industriegebiet ist, bereits seit früherem. Und entsprechend man hier das Rennen, den Club so genannt. Das Rennen abgebrochen nach einem Sturz von Hans Andersen. Überzogen, das Hinterrad rutscht ihm weg im Drift. Und da liegt er nun, die Beine nach oben. Entsprechend disqualifiziert Hans Andersen als Abbruchverursacher, vom Wiederholungslauf ausgeschlossen. Der weiße Startplatz bleibt entsprechend leer zum Wiederholungslauf. Nur Nicky Petersen gegen Greg Hancock und gegen Jason Crump. Die Ausgangslage genau wie gerade eben gesehen. Und Crump wiederum innen zwischen beiden durch. Unglaublich, was Jason Crump hier abzieht. Er geht in Führung vom dritten Platz auf die erste Stelle. Zwängt er sich zwischen den beiden durch. Und das sind ja auch beileibe keine, die auf der Bremse dahergeschwommen kämen. Weder Petersen noch Greg Hancock. Aber dafür Jason Crump sie nach allen Regeln der Kunst vor. Zeigt, wie man richtig fährt, und das, obwohl ihm die Erfahrung in der schwedischen Liga fährt. Da der Mann aus Australien, der in Bristol geboren worden ist, von seinem Vater Phil Crump, dort als britischer Liga-Profi zum Zeitpunkt der Geburt unterwegs war. Da dieser Jason Crump also nur noch einen Reservistenvertrag mit seinem schwedischen Ligaverein hat, um weniger Rennen fahren zu müssen, und deswegen schon lange, lange nicht mehr hier gewesen ist, in Eskilstuna. Trotzdem hat er sich zurechtgefunden auf die Bahn. Liegt in Führung in der letzten Runde vor Nicky Petersen. Greg Hancock da hinten ausgeschieden mit Motorproblemen. Jetzt kommt Petersen. Letzte Ecke. Nicky Petersen geht vorbei an Jason Crump. Da hat sich jetzt Jason Crump genauso vorführen lassen, wie er vorher Petersen und Hancock vorgeführt hat. Und lässt sich da in allerletzter Kurve noch die Butter von der Stulle nehmen. Petersen gewinnt vor Jason Crump und dann Greg Hancock, der Vibrationen verspürt hat von seiner Maschine und deswegen zugedreht hat, bevor der Motor komplett über den Deister geht. Hans Andersen enttäuscht nach seiner Disqualifikation. Und damit ist klar, wer ins Finale, ins Halbfinale kommt. Adams, Petersen, Petersen, Rickardsson, Crump, Andersen, Lindbeck und Pierre. Der frisch gebackene Vater Greg Hancock, dessen Sohn Wilbur Eric in dieser Woche zur Welt kam, dagegen erschütternderweise ausgeschieden. Das erste Halbfinale steht an in Eskilstuna. Die Fahrer wählen den Startplatz aus. Der Punktbeste hat die Wahl. Bjarne Petersen entscheidet sich für Rot für den inneren Startplatz. Dann zieht Toni Rickardsson den äußeren. Kenneth Bjerre weiß und Antonio Lindbeck blau. Für Lauf 2 Adams in Rot, Crump in Blau, Andersen in Weiß und Nicky Petersen in Gelb. Die ersten beiden kommen also ins Finale. Für die letzten beiden ist Feierabend in dieser Halbfinalbegegnung. Jason Crump schaut zu, wie sich die ersten vier Protagonisten anstellen. Bjarne Petersen, Antonio Lindbeck, Kenneth Bjerre und Toni Rickardsson von innen nach außen. Bjarne Petersen in Führung, von außen schießt aber Rickardsson mit Überschuss an ihm vorbei und geht in Front. Rickardsson führt vor Bjarne Petersen. Dann Kenneth Bjerre und Antonio Lindbeck, der hier nicht so gut sortiert sich zeigt, wie zuletzt in Bressel. Leichte Beute für den Führenden. Sich dahinter eine Dreiergruppe zusammenrottet. In der Hoffnung, vielleicht noch vorbeizukommen an Bjarne Petersen, aber der hat das Geschehen sicher im Griff und lässt seinen Verfolgern keine Chance. Die ersten beiden Finalteilnehmer stehen fest. Toni Rickardsson in überlegener Manier geht der Schwede, der Tabellenführer in der WM, ins Finale hinein mit einem sicheren Sieg vor Bjarne Petersen, der es damit ebenfalls schafft, den Einzug ins Finale zu schaffen. Lindbeck ausgeschieden, ebenso wie Reservist Kenneth Bjerre, der hier aber durchweg zu überzeugen vermocht. Eine Philosophiefrage ist bei der Wahl der GM-Motoren mit den ovalen Einlasskanälen.
die der italienische Hersteller bereits seit dem letzten Jahr zur Verfügung stellt, einigen Tunern gegeben hat zur Aufbereitung. So richtig viel bringt es nicht, weil die Ventile vorgeschrieben sind, die Ventiltellergrößen. Trotzdem sieht die Luft etwas besser an vor den Ventiltellern mit den ovalen Einlasskanälen. Anton Nischler sagt, es bringt nichts. Andere Fahrer, andere Tuner, also zum Beispiel Brian Andersen, haben das Ding zum Laufen gebracht für Toni Rickardsson. Pedersen deswegen mit einer anderen Motorenspezifikation unterwegs als Toni Rickardsson, aber trotzdem glänzend sortiert. Das zweite Halbfinale, Lee Adams in Rot gegen Jason Crump in Blau, gegen Hans Andersen in Weiß und gegen Nicky Pedersen in Gelb. Phil Crump, der Vater, schaut zu. Dessen Schwiegervater wiederum, Neil Street, ist ebenfalls hier vor Ort. Der Neil Street, der bis zuletzt Teammanager der australischen Nationalmannschaft gewesen ist, jetzt aber abgelöst wird durch Craig Boyce, den früheren Liga-Profi vom MC Nord. Pedersen liegt in Führung vor Jason Crump, der früher beim RSC Brokstedt in der deutschen Speedway Superliga unterwegs gewesen ist. Momentan gibt es leider keine Grand Prix-Fahrer in der deutschen Speedway Superliga. Was aber nicht heißt, dass dort schlechtes Sport geboten würde, ganz und gar nicht. Ein Besuch lohnt sich auf alle Fälle mal bei einem der Rennen. Herr Terminesi sagte es bereits im Bahnsport aktuell. En Detail erfahren können. Gehen Sie mal hin, wenn Ihnen das, was Sie hier sehen, gefällt. Live ist es nochmal deutlich spektakulärer. Der Kampf um die letzten Halbfinalplätze. Lee Adams ist da am schlechteren Ende der Wurst, momentan auf der letzten Position. Sein Plan geht nicht auf. Er will in jedem Lauf ins A-Finale und er schafft es nicht mehr, hier noch zwei Plätze gut zu machen. Lee Adams scheidet aus und das ist eine faustdicke Überraschung, dass er hier das Nachsehen hat. Lee Adams nur letzter in diesem Lauf, während Nicky Pedersen souverän gewinnt und damit den Einzug ins Finale schafft vor dem Zweitplatzierten, vor Jason Crump. Ausgeschieden damit Hans Andersen, das keine Überraschung, nicht so gut sortiert, aber Lee Adams, dem hätte man durchaus zugetraut, dass er hier vor Nicky Pedersen einläuft. Pedersen ebenfalls frisch beflügelt, dadurch, dass die Dänen endlich einen neuen Teammanager haben. Jan Stechmann, der 38-Jährige, der in Stoke in der zweiten britischen Liga unterwegs ist, der frühere Zweitliga-Fahrermeister aus dem Jahr 91, der Weltmeister mit der dänischen Mannschaft im Jahre 94. Nebenbei übrigens auch der Webmaster der offiziellen Internetseite von Toni Rickardsson. Dieser Jan Stechmann ist der neue Teammanager der Dänen. Die Startplatzverlosung fürs Finale. Rot, Bjarne Pedersen. Blau, Toni Rickardsson. Weiß, Jason Crump. Und gelb, Nicky Pedersen. Lee Adams schaut zerknirscht zu. Wie gerne wäre er dabei gewesen in diesem Endlauf. Jetzt aber kämpfen Pedersen ganz innen, Toni Rickardsson daneben, dann Jason Crump in Weiß und Nicky Pedersen in Gelb. Und für Jason Crump, den Weltmeister, ist das ein ganz schlechtes Omen. 14 der 21 letzten Plätze sind vom dritten Startplatz aus zustande gekommen bis zu diesem Finale. Und genau von dort muss jetzt Jason Crump losfahren vom weißen Startplatz, den bislang schlechtesten des Abends. Mal sehen, was er daraus macht. Pedersen, Rickardsson, Crump und Pedersen von innen nach außen. Und Jason Crump kommt sehr gut weg, aber kann da nicht rechtzeitig einlenken, weil innen die Räume zu eng sind. Die Führung liegt in Rot, Bjarne Pedersen. Dann kommt in Weiß auf der Außenbahn Jason Crump, Toni Rickardsson und Nicky Pedersen. Nicky Pedersen jetzt auf dem Vormarsch in Gelb. Rickardsson, der neue Spitzenreiter, hat sich durchgesetzt im Handgemenge. Crump nur auf der dritten Position. Gibt das hier einen weiteren Erfolg für Toni Rickardsson? Setzt er seine Dominanz fort? Die dritte von vier Runden im Finale. Dann räumt da hinten Nicky Pedersen, Bjarne Pedersen ab und zwar mit Vehemenz. Ein voller Ellenbogencheck, eine Breitseite gegen Bjarne Pedersen. Race Stop, das Rennen abgebrochen natürlich. Schauen Sie hin. Der katapultiert Bjarne Pedersen förmlich von der Maschine. Macht doch gar keine Anstalten, irgendwie zu versuchen, den Unfall zu vermeiden. Proklamiert hinterher auch noch, Bjarne Pedersen habe ja eingelenkt, genau in Nicky Pedersen hinein. Ein typisches überhartes Manöver von Pedersen.
Ich habe eine Lücke gesehen, weil Jason Crump Bjarne Pedersen aus der Bahn gedrängt hat. Und er war absolut im Niemandsland, hatte keine Chance mehr, eine gute Linie zu haben. Deswegen wollte ich die Chance beim Schopf packen und wollte vorbeigehen an Bjarne Pedersen. Aber der hat mit aller Macht versucht, gegenzuhalten. Obwohl er doch aus dem Nichts herauskam. Er hat mir einen Fall selbst provoziert. Mit der Meinung, freilich steht Nicky Pedersen ziemlich alleine da. Es gibt sogar eine Diskussion, ob man ihn nicht sperren soll nach einem solch harten Manöver. Wenn wir dort diese Fangzäune mit Luftkissen nicht gewesen wären, hätte Bjarne Pedersen sich nach dem heftigen Einschlag auch durchaus massiv wehtun können. Jetzt aber Nicky Pedersen disqualifiziert als Abbruchverursacher. Das Finale mit drei Mann. Crump in Weiß rollt an beim Start, hat Glück, dass er da nicht ins Startband hineinrauscht, dann wäre er auch disqualifiziert gewesen. Ist aber letzter, nachdem der Start ihn natürlich aus der Fassung gebracht hat. In Führung die beiden Nordmannen, Bjarne Pedersen im Duell mit Tony Rickardsson und Jason Crump versucht ganz außen Grip zu finden, da wo es den Schotter hingewirbelt hat von der Fontänen der durchdrehenden Hinterreifen. Wenn die da einmal Grip finden, dann kommt man nach vorne wie vom Katapult. Genau das passiert jetzt gerade. Jason Crump von Platz 3 auf Platz 1, weil er Grip gefunden hat. Optimale Haftkraft, hat sich auf der Außenbahn vorbei mogeln, vorbei schießen können an Bjarne Pedersen und an Tony Rickardsson. Dreht damit das Ergebnis komplett um. Hinter dem Australier bekämpfen sich Rickardsson und Pedersen wie die Wilden. Davon profitiert Jason Crump, der zweifache Familienvater aus Mildura. Der sich absetzen kann vom Handgemenge hinter ihm. Jetzt klemmt sich Rickardsson in seinen direkten Windschatten, versucht die Verfolgung aufzunehmen, aber es ist viel zu spät. Jason Crump gewinnt im Land des Tony Rickardsson. Damit gelingt dem Weltmeister der Ausgleichstreffer. 25 WM-Punkte für Jason Crump. Eine empfindliche Niederlage für Tony Rickardsson. Der Sieg für den Australier Jason Crump, den amtierenden Weltmeister. Tony Rickardsson sichert sich noch Platz 2, bleibt damit Tabellenführer. Und Bjarne Pedersen, der Mann mit den Nischler-Motoren, gefällt mit Platz 3, nachdem Nicky Pedersen disqualifiziert worden ist wegen des Falls. Phil Crump freut sich gemeinsam mit seinem Sohn. Und Neil Street, der Großpapa, kommt ebenfalls dazu. Jener Mann, der die 4 Ventilmotoren mit 2 oben liegenden Nockenwellen hoffähig gemacht hat im Speedway-Sport der 70er Jahre. Eine Gala-Vorstellung von Jason Crump, der Geduld bewiesen hat, Mut zur Lücke und Mut zur Außenbahn, da wo der ganze Schotter liegt, da wo er optimalen Grip vorfindet. Genau jetzt kommt der Mann vom englischen Tabellenführer, von den Bellevue Aces, auf die Bahn, wo optimale Haftung vorherrscht. Und dann geht's dahin wie vom Katapult geschossen, vorbei an den beiden Skandinaviern, vorbei an Pedersen und an Tony Rickardsson. Rickardsson muss sich da noch durchbeißen gegen Bjarne Pedersen, schafft das, während Jason Crump bereits seinen ersten Saisonsieg bejubelt. Und das Gefühl hat, jetzt sei der Knoten geplatzt, jetzt ginge es erst so richtig aufwärts mit Jason Crump im Unternehmen Titelverteidigung. 25 WM-Punkte, 5 mehr als Tony Rickardsson, der damit trotzdem Tabellenführer bleibt. Lee Adams enttäuscht nur auf dem 5. Platz, noch enttäuschter Ryan Sullivan und Thomas Golov sowie Greg Hancock, die Ausgeschiedenen. Ein fantastischer Grand Prix für mich, eine deutliche Steigerung im Vergleich zu Breslau. Ich hatte natürlich gehofft, auch das Finale gewinnen zu können. Das ist eine ganz normale Reaktion, wenn man es einmal so weit geschafft hat. Letztlich macht es aber nichts. Ich bin zufrieden mit Platz 3. Ich bin ziemlich enttäuscht. Ich wollte mein Heimrennen, ehrlich gesagt, absolut gewinnen. Deswegen bin ich sehr enttäuscht, Zweiter zu werden. Noch nie hat mich ein zweiter Platz so gefuchst wie dieser hier. Ich bleibe Tabellenführer. Das will ich auch bleiben bis zum Ende des Jahres. Der große Sieger, Jason Crump. Ich musste festhalten auf der Außenbahn, sonst hätte ich keine Chance gehabt. Ich hätte um Haaresbreite eine Kollision gehabt, im Bemühen, diese Linie für mich zu okkupieren. Ich habe vor dem Start des Wiederholungslaufs vom Finale das Motorrad ziemlich umgebaut und es hat sich als heilbringend erwiesen für meine Offensive auf der Außenbahn. Genau das war das Geheimnis des Erfolges, hier noch einmal das Setup komplett umzukrempeln, nachdem ich gemerkt habe, worauf es im Finale wirklich ankommt. Rickardsson mit 45 Punkten, 2 Punkte vor Jason Crump, Dudley Adams, Nicky Pedersen und Antonio Lindbeck. Bjarne Pedersen schiebt sich auf die 6. Position vorbei an Greg Hancock. Scott Nichols enttäuschend auf der 8. Position. Das nächste Rennen ist in Krsko auf einer extrem schnellen Bahn. Natürlich sehen Sie alle Höhepunkte wieder hier bei Eurosport.
Ich freue mich auf Sie. Bis dahin, ich hoffe, Sie schauen wieder rein oder mal auf einer Bahn vorbei in Deutschland. Tschüss, bis dahin, Ihr Norbert Okenga.